Abschnitt 5 von Der Antichrist von Friedrich Nietzsche. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 40. Das Verhängnis des Evangeliums entschied sich mit dem Tode. Es hing am Kreuz. Erst der Tod, dieser unerwartete, schmähliche Tod, erst das Kreuz, das im Allgemeinen bloß für die Kanaille aufgespart blieb, erst diese schauerlichste Paradoxie brachte die Jünger vor das eigentliche Rätsel. Wer war das? Was war das? Das erschütterte und im tiefsten beleidigte Gefühl, der Argwohn, es möchte ein solcher Tod die Widerlegung ihrer Sache sein, das schreckliche Fragezeichen, warum gerade so? Dieser Zustand begriff sich nur zu gut. Hier musste alles notwendig sein, Sinn, Vernunft, höchste Vernunft haben. Die Liebe eines Jüngers kennt keinen Zufall. Erst jetzt trat die Kluft auseinander. Wer hat ihn getötet? Wer war sein natürlicher Feind? Diese Frage sprang wie ein Blitz hervor. Antwort: Das herrschende Judentum, sein oberster Stand. Man empfand sich von diesem Augenblick im Aufruhr gegen die Ordnung. Man verstand hinterdrein Jesus als im Aufruhr gegen die Ordnung. Bis dahin fehlte dieser kriegerische, dieser neinsagende, neintuende Zug in seinem Bilde. Mehr noch, er war dessen Widerspruch. Offenbar hatte die kleine Gemeinde gerade die Hauptsache nicht verstanden. Das Vorbildliche dieser Art zu sterben, die Freiheit, die Überlegenheit über jedes Gefühl von Ressentiment. Ein Zeichen dafür, wie wenig überhaupt sie von ihm verstand. An sich konnte Jesus mit seinem Tode nichts wollen, als öffentlich die stärkste Probe, den Beweis seiner Lehre zu geben. Aber seine Jünger waren ferne davon, diesen Tod zu verzeihen, was evangelisch im höchsten Sinne gewesen wäre. Oder gar sich zu einem gleichen Tode in sanfter und lieblicher Ruhe des Herzens anzubieten. Gerade das am meisten unevangelische Gefühl, die Rache, kam wieder oben auf. Unmöglich konnte die Sache mit diesem Tode zu Ende sein. Man brauchte Vergeltung, Gericht. Und doch, was kann noch unevangelischer sein als Vergeltung, Strafe, Gericht halten? Noch einmal kam die populäre Erwartung eines Messias in den Vordergrund. Ein historischer Augenblick wurde ins Auge gefasst. Das Reich Gottes kommt zum Gericht über seine Feinde. Aber damit ist alles missverstanden. Das Reich Gottes als Schlussakt, als Verheißung. Das Evangelium war doch gerade das Dasein, das Erfülltsein, die Wirklichkeit dieses Reichs gewesen. Gerade ein solcher Tod war eben dieses Reich Gottes. Jetzt erst trug man die ganze Verachtung und Bitterkeit gegen Pharisäer und Theologen in den Typus des Meisters ein. Man machte damit aus ihm einen Pharisäer und Theologen. Andererseits hielt die wild gewordene Verehrung dieser ganz aus den Fugen geratenen Seelen jene evangelische Gleichberechtigung von jedermann zum Kind Gottes, die Jesus gelehrt hatte, nicht mehr aus. Ihre Rache war, auf eine ausschweifende Weise Jesus emporzuheben, von sich abzulösen, ganz so wie ehedem die Juden aus Rache an ihren Feinden ihren Gott von sich losgetrennt und in die Höhe gehoben haben. Der eine Gott und der eine Sohn Gottes, beides Erzeugnisse des Ressentiments. 41. Und von nun an tauchte ein absurdes Problem auf. Wie konnte Gott das zulassen? Darauf fand die gestörte Vernunft der kleinen Gemeinschaft eine geradezu schrecklich absurde Antwort. Gott gab seinen Sohn zur Vergebung der Sünden als Opfer. Wie war es mit einem Male zu Ende mit dem Evangelium? Das Schuldopfer, und zwar in seiner widerlichsten, barbarischsten Form, das Opfer des Unschuldigen für die Sünden der Schuldigen, welches schauderhafte Heidentum. Jesus hatte ja den Begriff Schuld selbst abgeschafft. Er hatte jede Kluft zwischen Gott und Mensch geleugnet. Er lebte diese Einheit von Gott und Mensch als seine frohe Botschaft und nicht als Vorrecht. Von nun an tritt schrittweise in den Typus des Erlösers hinein die Lehre vom Gericht und von der Wiederkunft, die Lehre vom Tod als einem Opfertode, die Lehre von der Auferstehung, mit der ganze Begriff Seligkeit, die ganze und einzige Realität des Evangeliums eskamotiert ist, zugunsten eines Zustandes nach dem Tode. Paulus hat diese Auffassung, diese Unzucht von Auffassung, mit jener rabbinerhaften Frechheit, die ihn in allen Stücken auszeichnet, dahin logisiert.
Wenn Christus nicht auferstanden ist von den Toten, so ist unser Glaube eitel. Und mit einem Male wurde aus dem Evangelium die verächtlichste aller unerfüllbaren Versprechungen, die unverschämte Lehre von der Personalunsterblichkeit. Paulus selbst lehrte sie noch als Lohn. 42. Man sieht, was mit dem Tode am Kreuz zu Ende war. Ein neuer, ein durchaus ursprünglicher Ansatz zu einer buddhistischen Friedensbewegung, zu einem tatsächlichen, nicht bloß verheißenen Glück auf Erden. Denn dies bleibt, ich hob es schon hervor, der Grundunterschied zwischen den beiden Décadence-Religionen. Der Buddhismus verspricht nicht, sondern hält. Das Christentum verspricht alles, aber hält nichts. Der frohen Botschaft folgt auf dem Fuß die allerschlimmste, die des Paulus. In Paulus verkörpert sich der Gegensatztypus zum frohen Botschafter. Das Genie im Hass, in der Vision des Hasses, in der unerbittlichen Logik des Hasses. Was hat dieser Dysangelist alles dem Hasse zum Opfer gebracht? Vor allem den Erlöser. Er schlug ihn an sein Kreuz. Das Leben, das Beispiel, die Lehre, der Tod, der Sinn und das Recht des ganzen Evangeliums. Nichts war mehr vorhanden als dieser Falschmünzer aus Hass begriff, was allein er brauchen konnte. Nicht die Realität, nicht die historische Wahrheit. Und noch einmal verübte der Priesterinstinkt des Juden das gleiche große Verbrechen an der Historie. Er strich das Gestern, das Vorgestern des Christentums einfach durch. Er erfand sich eine Geschichte des ersten Christentums. Mehr noch, er fälschte die Geschichte Israels nochmals um als Vorgeschichte für seine Tat zu erscheinen. Alle Propheten haben von seinem Erlöser geredet. Die Kirche fälschte später sogar die Geschichte der Menschheit zur Vorgeschichte des Christentums. Der Typus des Erlösers, die Lehre, die Praktik, der Tod, der Sinn des Todes, selbst das Nachher des Todes, nichts blieb unangetastet. Nichts blieb auch nur ähnlich der Wirklichkeit. Paulus verlegte einfach das Schwergewicht jenes ganzen Daseins hinter dies Dasein in die Lüge vom wiederauferstandenen Jesus. Er konnte im Grunde das Leben des Erlösers überhaupt nicht brauchen. Er hatte den Tod am Kreuz nötig und etwas mehr noch. Einen Paulus, der seine Heimat an dem Hauptsitz der stoischen Aufklärung hatte, für ehrlich halten, wenn er sich aus einer Halluzination den Beweis vom Noch-Leben des Erlösers zurechtmacht. Oder auch nur seiner Erzählung, dass er diese Halluzination gehabt hat, Glauben schenken, wäre eine wahre Niaiserie seitens eines Psychologen. Paulus wollte den Zweck, folglich wollte er auch die Mittel. Was er selbst nicht glaubte, die Idioten, unter die er seine Lehre warf, glaubten es. Sein Bedürfnis war die Macht. Mit Paulus wollte nochmals der Priester zur Macht. Er konnte nur Begriffe, Lehren, Symbole brauchen, mit denen man Massen tyrannisiert, Herden bildet. Was allein entlehnte später Muhammed dem Christentum? Die Erfindung des Paulus, sein Mittel zur Priestertyrannei, zur Herdenbildung, den Unsterblichkeitsglauben. Das heißt die Lehre vom Gericht. 43. Wenn man das Schwergewicht des Lebens nicht ins Leben, sondern ins Jenseits verlegt, ins Nichts, so hat man dem Leben überhaupt das Schwergewicht genommen. Die große Lüge von der Personalunsterblichkeit zerstört jede Vernunft, jede Natur im Instinkt. Alles, was wohltätig, was lebenfördernd, was zukunftverbürgend in den Instinkten ist, erregt nunmehr Misstrauen. So zu leben, dass es keinen Sinn mehr hat zu leben, das wird jetzt zum Sinn des Lebens. Wozu Gemeinsinn, wozu Dankbarkeit noch für Herkunft und Vorfahren, wozu Mitarbeiten, Zutrauen, irgendein Gesamtwohl fördern und im Auge haben? Ebenso viele Versuchungen, ebenso viele Ablenkungen vom rechten Weg. Eins ist Not, dass jeder als unsterbliche Seele mit jedem gleichen Rang hat, dass in der Gesamtheit aller Wesen das Heil jedes Einzelnen eine ewige Wichtigkeit in Anspruch nehmen darf, dass kleine Mucker und Dreiviertelsverrückte sich einbilden dürfen, dass um ihretwillen die Gesetze der Natur beständig durchbrochen werden, eine solche Steigerung jeder Art Selbstsucht ins Unendliche, ins Unverschämte, kann man nicht mit genug Verachtung brandmarken.
Und doch verdankt das Christentum dieser erbarmungswürdigen Schmeichelei vor der Personaleitelkeit seinen Sieg. Gerade alles Missratene, aufständisch Gesinnte, schlechte Weggekommene, den ganzen Auswurf und Abhub der Menschheit hat es damit zu sich überredet. Das Heil der Seele, auf Deutsch, die Welt dreht sich um mich. Das Gift der Lehre, gleiche Rechte für alle. Das Christentum hat es am grundsätzlichsten ausgesät. Das Christentum hat jedem Ehrfurchts- und Distanzgefühl zwischen Mensch und Mensch, das heißt der Voraussetzung zu jeder Erhöhung, zu jedem Wachstum der Kultur, einen Todkrieg aus dem heimlichsten Winkel schlechter Instinkte gemacht. Es hat aus dem Ressentiment der Massen sich seine Hauptwaffe geschmiedet, gegen uns, gegen alles Vornehme, frohe, hochherzige auf Erden, gegen unser Glück auf Erden. Die Unsterblichkeit, jedem Petrus und Paulus zugestanden, war bisher das größte, das bösartigste Attentat auf die vornehme Menschlichkeit. Und unterschätzen wir das Verhängnis nicht, das vom Christentum aus sich bis in die Politik eingeschlichen hat. Niemand hat heute mehr den Mut zu Sonderrechten, zu Herrschaftsrechten, zu einem Ehrfurchtsgefühl vor sich und seinesgleichen, zu einem Pathos der Distanz. Unsere Politik ist krank an diesem Mangel an Mut. Der Aristokratismus der Gesinnung wurde durch die Seelengleichheitslüge am unterirdischsten untergraben. Und wenn der Glaube an das Vorrecht der meisten Revolutionen macht und machen wird, das Christentum ist es, man zweifelt nicht daran. Christliche Werturteile sind es, welche jede Revolution bloß in Blut und Verbrechen übersetzt. Das Christentum ist ein Aufstand alles am Boden Kriechenden gegen das, was höher hat. Das Evangelium der Niedrigen macht niedrig. 44. Die Evangelien sind unschätzbar als Zeugnis für die bereits unaufhaltsame Korruption innerhalb der ersten Gemeinde. Was Paulus später mit dem Logikazynismus eines Rabbiners zu Ende führte, war trotzdem bloß der Verfallsprozess, der mit dem Tode des Erlösers begann. Diese Evangelien kann man nicht behutsam genug lesen, sie haben ihre Schwierigkeiten hinter jedem Wort. Ich bekenne, man wird es mir zugute halten, dass sie eben damit für einen Psychologen ein Vergnügen ersten Ranges sind. Als Gegensatz aller naiven Verderbnis, als das Raffinement par excellence, als Künstlerschaft in der psychologischen Verderbnis. Die Evangelien stehen für sich. Die Bibel überhaupt verträgt keinen Vergleich. Man ist unter Juden. Erster Gesichtspunkt, um hier nicht völlig den Faden zu verlieren. Die hier geradezu Genie werdende Selbstverstellung ins Heilige unter Büchern und Menschen nie annähernd sonst erreicht, diese Wort- und Gebärden-Falschmünzerei als Kunst ist nicht der Zufall irgendwelcher Einzelbegabung, irgendwelcher Ausnahmenatur. Hierzu gehört Rasse. Im Christentum, als der Kunst heilig zu lügen, kommt das ganze Judentum eine mehrhundertjährige jüdische, allerernsthafteste Vorübung und Technik zur letzten Meisterschaft. Der Christ, diese Ultima Ratio der Lüge, ist der Jude noch einmal, dreimal selbst. Der grundsätzliche Wille, nur Begriffe, Symbole, Attitüden anzuwenden, welche aus der Praxis des Priesters bewiesen sind, die Instinktablehnung jeder anderen Praxis, jeder anderen Art, Wert- und Nützlichkeitsperspektive, das ist nicht nur Tradition, das ist Erbschaft. Nur als Erbschaft wirkt es wie Natur. Die ganze Menschheit, die besten Köpfe der besten Zeit, sogar einen ausgenommen, der vielleicht bloß ein Unmensch ist, haben sich täuschen lassen. Man hat das Evangelium als Buch der Unschuld gelesen. Kein kleiner Finger zeigt dafür, mit welcher Meisterschaft hier geschauspielert worden ist. Freilich bekämen wir sie zu sehen, auch nur im Vorübergehen, alle diese wunderlichen Mucker und Kunstheiligen, so wäre es am Ende. Und genau deshalb, weil ich keine Worte lese, ohne Gebärden zu sehen, mache ich mit ihnen ein Ende. Ich halte eine gewisse Art, die Augen aufzuschlagen, an ihnen nicht aus. Zum Glück sind Bücher für die allermeisten bloß Literatur. Man muss sich nicht irreführen lassen. Richtet nicht, sagen sie, aber sie schicken alles in die Hölle, was ihnen im Wege steht. Indem sie Gott richten lassen, richten sie selber. Indem sie Gott verherrlichen, verherrlichen sie sich selber. Indem sie die Tugenden fordern, deren sie gerade fähig sind, mehr noch, die sie nötig haben, um überhaupt oben zu bleiben, geben sie sich den großen Anschein eines Ringens um die Tugend, eines Kampfes um die Herrschaft der Tugend. Wir leben, wir sterben, wir opfern uns für das Gute.
die Wahrheit, das Licht, das Reich Gottes. In Wahrheit tun sie, was sie nicht lassen können, indem sie nach Art von Duckmäusern sich durchdrücken, im Winkel sitzen, im Schatten, schattenhaft dahin leben, machen sie sich eine Pflicht daraus. Als Pflicht erscheint ihr Leben der Demut, als Demut ist es ein Beweis mehr für Frömmigkeit. Ah, diese demütige, keusche, barmherzige Art von Verlogenheit. Für uns soll die Tugend selbst Zeugnis ablegen. Man lese die Evangelien als Bücher der Verführung mit Moral. Die Moral wird von diesen kleinen Leuten mit Beschlag belegt. Sie wissen, was es auf sich hat mit der Moral. Die Menschheit wird am besten genasführt mit der Moral. Die Realität ist, dass hier der bewussteste auserwählten Dünkel die Bescheidenheit spielt. Man hat sich, die Gemeinde, die Guten und Gerechten, ein für allemal auf die eine Seite gestellt, auf die der Wahrheit und den Rest, die Welt, auf die andere. Das war die verhängnisvollste Art Größenwahn, die bisher auf Erden dagewesen ist. Kleine Missgeburten von Muckern und Lügnern fingen an, die Begriffe Gott, Wahrheit, Licht, Geist, Liebe, Weisheit, Leben für sich in Anspruch zu nehmen, gleichsam als Synonyma von sich, um damit die Welt gegen sich abzugrenzen. Kleine Superlativjuden, reif für jede Art Irrenhaus, drehten die Weiche überhaupt nach sich um, wie als ob erst der Christ, der Sinn, das Salz, das Maß, auch das letzte Gericht vom ganzen Rest wäre. Das ganze Verhängnis wurde dadurch allein ermöglicht, dass es schon eine verwandte, rassenverwandte Art von Größenwahn in der Welt war, der jüdische. Sobald einmal die Kluft zwischen Juden und Judenchristen sich aufriss, blieb letzteren gar keine Wahl, als dieselben Prozeduren der Selbsterhaltung, die der jüdische Instinkt anriet, gegen die Juden selber anzuwenden, während die Juden sie bisher bloß gegen alles Nicht-Jüdische angewendet hatten. Der Christ ist nur ein Jude freieren Bekenntnisses. 45. Ich gebe ein paar Proben von dem, was sich diese kleinen Leute in den Kopf gesetzt, was sie ihrem Meister in den Mund gelegt haben. Lauter Bekenntnisse schöner Seelen. Und welche euch nicht aufnehmen, noch hören. Da gehet von dannen hinaus und schüttelt den Staub ab von euren Füßen zu einem Zeugnis über sie. Ich sage euch, wahrlich, es wird Sodom und Gomorra am jüngsten Gericht erträglicher ergehen, denn solcher Stadt. Markus 6, Vers 11. Wie evangelisch! Und wer der Kleinen einen ärgert, die an mich glauben, dem wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein an seinen Hals gehängt würde und er in das Meer geworfen würde. Markus 9, Vers 42. Wie evangelisch! Ärgert dich dein Auge, so wirf es von dir. Es ist dir besser, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, denn dass du zwei Augen habest und werdest in das höllische Feuer geworfen, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt. Markus 9, Vers 47. Es ist nicht gerade das Auge gemeint. Wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis dass sie sehen das Reich Gottes mit Kraft kommen. Markus 9, Vers 1. Gut gelogen, Löwe. Wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, denn... Anmerkung eines Psychologen, die christliche Moral wird durch ihre Dens widerlegt, ihre Gründe widerlegt, so ist es christlich. Markus 8, Vers 34. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Matthäus 7, Vers 1. Welcher Begriff von Gerechtigkeit von einem gerechten Richter? Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und so ihr nur zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht die Zöllner auch also? Matthäus 5, Vers 46. Prinzip der christlichen Liebe, sie will zuletzt gut bezahlt sein. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Matthäus 6, Vers 15. Sehr kompromittierend für den genannten Vater. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Matthäus 6, Vers 33. Solches alles, nämlich Nahrung, Kleidung, die ganze Notdurft des Lebens, ein Irrtum
Bescheiden ausgedrückt, kurz vorher erscheint Gott als Schneider, wenigstens in gewissen Fällen. Freuet euch alsdann und hüpfet, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, desgleichen taten ihre Väter den Propheten auch. Lukas 6, Vers 23. Unverschämtes Gesindel, es vergleicht sich bereits mit den Propheten. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnet? So jemand den Tempel Gottes verderbet, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der ihr seid. Paulus 1, Korinther 3, Vers 16. Dergleichen kann man nicht genug verachten. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? So denn nun die Welt soll von euch gerichtet werden. Seid ihr denn nicht gut genug, geringere Sachen zu richten? Paulus 1, Korinther 6, Vers 2. Leider nicht bloß die Rede eines Irrenhäuslers. Dieser fürchterliche Betrüger fährt wörtlich fort. Wisset ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Wie viel mehr über die zeitlichen Güter? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn dieweil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben. Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, dass er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählet, und dass da nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist. Auf dass ich vor ihm kein Fleisch rühme. Paulus 1, Korinther 1, Vers 20 FF. Um diese Stelle, ein Zeugnis allerersten Ranges für die Psychologie jeder Chandala-Moral, zu verstehen, lese man die erste Abhandlung meiner Genealogie der Moral. In ihr wurde zum ersten Mal der Gegensatz einer vornehmen und einer aus Ressentiment und ohnmächtiger Rache geborenen Chandala-Moral ans Licht gestellt. Paulus war der größte aller Apostel der Rache. 46. Was folgt daraus? Dass man gut tut, Handschuhe anzuziehen, wenn man das Neue Testament liest. Die Nähe von so viel Unreinlichkeit zwingt beinahe dazu. Wir würden uns erste Christen so wenig wie polnische Juden zum Umgang wählen, nicht dass man gegen sie auch nur einen Einwand nötig hätte, sie riechen beide nicht gut. Ich habe vergebens im Neuen Testamente auch nur nach einem sympathischen Zuge ausgespäht. Nichts ist darin, was frei, gütig, offenherzig, rechtschaffen wäre. Die Menschlichkeit hat hier noch nicht ihren ersten Anfang gemacht. Die Instinkte der Reinlichkeit fehlen. Es gibt nur schlechte Instinkte im Neuen Testament. Es gibt keinen Mut, selbst zu diesen schlechten Instinkten. Alles ist Feigheit, alles ist Augenschließen und Selbstbetrug darin. Jedes Buch wird reinlich, wenn man eben das Neue Testament gelesen hat. Ich las, um ein Beispiel zu geben, mit Entzücken unmittelbar nach Paulus, jenen anmutigsten, übermütigsten Spötter Petronius, von dem man sagen könnte, was Domenico Boccaccio über Cesare Borgia an den Herzog von Parma schrieb. E tutto festo. Unsterblich gesund, unsterblich heiter und wohlgeraten. Diese kleinen Mucker verrechnen sich nämlich in der Hauptsache. Sie greifen an, aber alles, was von ihnen angegriffen wird, ist damit ausgezeichnet. Wen ein erster Christ angreift, den besudelt er nicht. Umgekehrt, es ist eine Ehre, erste Christen gegen sich zu haben. Man liest das Neue Testament nicht ohne eine Vorliebe für das, was darin misshandelt wird. Nicht zu reden von der Weisheit dieser Welt, welche ein frecher Windmacher durch törichte Predigt umsonst zu Schanden zu machen sucht. Aber selbst die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihren Vorteil von einer solchen Gegnerschaft. Sie müssen schon etwas wert gewesen sein, um auf eine so unanständige Weise gehasst zu werden. Heuchelei? Das wäre ein Vorwurf, den erste Christen machen dürften. Zuletzt waren es die Privilegierten. Dies genügt, der Chandala-Hass braucht keine Gründe mehr. Der erste Christ, ich fürchte auch der letzte Christ, den ich vielleicht noch erleben werde, ist Rebell gegen alles Privilegierte aus unterstem Instinkte. Er lebt, er kämpft immer für gleiche Rechte. Genauer zugesehen hatte er keine Wahl. Will man für seine Person ein auserwählter Gottes sein oder ein Tempel Gottes oder ein Richter der Engel, so ist jedes andere Prinzip der Auswahl, zum Beispiel nach Rechtschaffenheit, nach Geist, nach Männlichkeit und Stolz, nach Schönheit und Freiheit des Herzens, einfach Welt
das Böse an sich. Moral, jedes Wort im Munde eines ersten Christen ist eine Lüge, jede Handlung, die er tut, eine Instinktfalschheit, alle seine Werte, alle seine Ziele sind schändlich, aber wen er hasst, was er hasst, das hat Wert. Der Christ, der Priesterchrist in Sonderheit, ist ein Kriterium für Werte. Habe ich noch zu sagen, dass im ganzen Neuen Testament bloß eine einzige Figur vorkommt, die man ehren muss? Pilatus, der römische Statthalter. Einen Judenhandel ernst zu nehmen, dazu überredet er sich nicht. Ein Jude mehr oder weniger, was liegt daran? Der vornehme Hohn eines Römers, von dem ein unverschämter Missbrauch mit dem Wort Wahrheit getrieben wird, hat das Neue Testament mit dem einzigen Wort bereichert, das Wert hat, dass seine Kritik seine Vernichtung selbst ist. Was ist Wahrheit? 47. Das ist es nicht, was uns abscheidet, dass wir keinen Gott wiederfinden, weder in der Geschichte noch in der Natur noch hinter der Natur, sondern dass wir, was als Gott verehrt wurde, nicht als göttlich, sondern als erbarmungswürdig, als absurd, als schändlich empfinden, nicht nur als Irrtum, sondern als Verbrechen am Leben. Wir leugnen Gott als Gott. Wenn man uns diesen Gott der Christen bewiese, wir würden ihn noch weniger zu glauben wissen. In Formel Deus qualem Paulus creavit. De negatio. Eine Religion wie das Christentum, die sich an keinem Punkte mit der Wirklichkeit berührt, die sofort dahin fährt, sobald die Wirklichkeit auch nur einen Punkte zurechte kommt, muss billigerweise der Weisheit der Welt, will sagen der Wissenschaft, Todfeind sein. Sie wird alle Mittel gutheißen, mit denen die Zucht des Geistes, die Lauterkeit und Strenge in Gewissenssachen des Geistes, die vornehme Kühle und Freiheit des Geistes vergiftet, verleumdet, verrufen gemacht werden kann. Der Glaube als Imperativ ist das Veto gegen die Wissenschaft. In Praxi die Lüge um jeden Preis. Paulus begriff, dass die Lüge, dass der Glaube Not tat. Die Kirche begriff später wieder Paulus. Jener Gott, den Paulus sich erfand, ein Gott, der die Weisheit der Welt im engeren Sinn, die beiden großen Gegnerinnen alles Aberglaubens, Philologie und Medizin, zu Schanden macht, ist in Wahrheit nur der resolute Entschluss des Paulus selbst dazu, Gott seinen eigenen Willen zu nennen. Tora, das ist urjüdisch. Paulus will die Weisheit der Welt zu Schanden machen. Seine Feinde sind die guten Philologen und Ärzte alexandrinischer Schulung. Ihnen macht er den Krieg. In der Tat, man ist nicht Philolog und Arzt, ohne nicht zugleich auch Antichrist zu sein. Als Philolog schaut man nämlich hinter die heiligen Bücher, als Arzt hinter die physiologische Verkommenheit des typischen Christen. Der Arzt sagt, unheilbar, der Philolog, Schwindel. 48. Hat man eigentlich die berühmte Geschichte verstanden, die am Anfang der Bibel steht, von der Höllenangst Gottes vor der Wissenschaft? Man hat sie nicht verstanden. Dies Priesterbuch par excellence beginnt, wie billig, mit der großen inneren Schwierigkeit des Priesters. Er hat nur eine große Gefahr, folglich hat Gott nur eine große Gefahr. Der alte Gott, ganz Geist, ganz hoher Priester, ganz Vollkommenheit, Lust wandelt in seinen Gärten, nur dass er sich langweilt. Gegen die Langeweile kämpfen Götter selbst vergebens. Was tut er? Er erfindet den Menschen. Der Mensch ist unterhaltend, aber siehe da, auch der Mensch langweilt sich. Das Erbarmen Gottes mit der einzigen Not, die alle Paradiese an sich haben, kennt keine Grenzen. Er schuf alsbald noch andere Tiere. Erster Fehlgriff Gottes. Der Mensch fand die Tiere nicht unterhaltend. Er herrschte über sie. Er wollte nicht einmal Tier sein. Folglich schuf Gott das Weib. Und in der Tat, mit der Langeweile hatte es nun ein Ende. Aber auch mit anderem noch. Das Weib war der zweite Fehlgriff Gottes. Das Weib ist seinem Wesen nach Schlange, Heva, das weiß jeder Priester. Vom Weib kommt jedes Unheil in die Welt, das weiß ebenfalls jeder Priester. Folglich kommt von ihm auch die Wissenschaft. Erst durch das Weib lernte der Mensch vom Baume der Erkenntnis kosten. Was war geschehen? Den alten Gott ergriff eine Höllenangst. Der Mensch selbst war sein größter Fehlgriff geworden. Er hatte sich einen Rivalen geschaffen. Die Wissenschaft macht Gott gleich. Es ist mit Priestern und Göttern zu Ende, wenn der Mensch wissenschaftlich wird. Moral? Die Wissenschaft ist das Verbotene an sich. Sie allein ist verboten.
Die Wissenschaft ist die erste Sünde, der Keim aller Sünde, die Erbsünde. Dies allein ist Moral. Du sollst nicht erkennen. Der Rest folgt daraus. Die Höllenangst Gottes verhinderte ihn nicht, klug zu sein. Wie wehrt man sich gegen die Wissenschaft? Das wurde für lange sein Hauptproblem. Antwort: Fort mit dem Menschen aus dem Paradiese. Das Glück der Müßiggang bringt auf Gedanken. Alle Gedanken sind schlechte Gedanken. Der Mensch soll nicht denken. Und der Priester an sich erfindet die Not, den Tod, die Lebensgefahr der Schwangerschaft, jede Art von Elend, alter Mühsal, die Krankheit vor allem. Lauter Mittel im Kampfe mit der Wissenschaft. Die Not erlaubt dem Menschen nicht zu denken. Und trotzdem entsetzlich, das Werk der Erkenntnis türmt sich auf, Himmel stürmt, Götter andämmernd. Was tun? Der alte Gott erfindet den Krieg. Er trennt die Völker, er macht, dass die Menschen sich gegenseitig vernichten. Die Priester haben immer den Krieg nötig gehabt. Der Krieg, unter anderem ein großer Störenfried der Wissenschaft. Unglaublich, die Erkenntnis, die Emanzipation vom Priester nimmt selbst trotz Kriegen zu, und ein letzter Entschluss kommt dem alten Gotte. Der Mensch ward wissenschaftlich, es hilft nichts, man muss ihn ersäufen. 49. Man hat mich verstanden, der Anfang der Bibel enthält die ganze Psychologie des Priesters. Der Priester kennt nur eine große Gefahr, das ist die Wissenschaft. Der gesunde Begriff von Ursache und Wirkung. Aber die Wissenschaft gedeiht im Ganzen nur unter glücklichen Verhältnissen. Man muss Zeit, man muss Geist überflüssig haben, um zu erkennen. Folglich muss man den Menschen unglücklich machen. Dies war zu jeder Zeit die Logik des Priesters. Man errät bereits, was dieser Logik gemäß damit erst in die Welt gekommen ist. Die Sünde, der Schuld- und Strafbegriff, die ganze sittliche Weltordnung ist erfunden, gegen die Wissenschaft, gegen die Ablösung des Menschen vom Priester. Der Mensch soll nicht hinausgehen, er soll in sich hineinsehen, er soll nicht klug und vorsichtig als Lernender in die Dinge sehen, er soll überhaupt gar nicht sehen. Er soll leiden, und er soll so leiden, dass er jederzeit den Priester nötig hat. Weg mit den Ärzten. Man hat einen Heiland nötig. Der Schuld- und Strafbegriff, eingerechnet die Lehre von der Gnade, von der Erlösung, von der Vergebung, Lügen durch und ohne jede psychologische Realität, sind erfunden, um den Ursachensinn des Menschen zu zerstören. Sie sind das Attentat gegen den Begriff Ursache und Wirkung. Und nicht ein Attentat mit der Faust, mit dem Messer, mit der Ehrlichkeit in Hass und Liebe, sondern aus den feigsten, listigsten, niedrigsten Instinkten heraus. Ein Priesterattentat, ein Parasitenattentat, ein Vampirismus bleicher, unterirdischer Blutsauger. Wenn die natürlichen Folgen einer Tat nicht mehr natürlich sind, sondern durch Begriffsgespenster des Aberglaubens, durch Gott, durch Geister, durch Seelen bewirkt gedacht werden, als bloß moralische Konsequenzen, als Lohn, Strafe, Wink, Erziehungsmittel, so ist die Voraussetzung zur Erkenntnis zerstört. So hat man das größte Verbrechen an der Menschheit begangen. Die Sünde. Nochmals gesagt, diese Selbstschändungsform des Menschen par excellence ist erfunden, um Wissenschaft, um Kultur, um jede Erhöhung und Vornehmheit des Menschen unmöglich zu machen. Der Priester herrscht durch die Erfindung der Sünde. Ende von Abschnitt 5. Aufgenommen von crowwings.com.